liebe Tiere und ich möchte, dass Hunde und Katzen und auch Pferde möglichst gesund alt werden und ein langes Leben haben. Auch für Tierbesitzer. Du bist, was du isst. Also eine gute Tiernahrung für Hund und Katze zeichnet vor allem aus, dass sie möglichst nah an die natürliche Ernährung herkommt. Also das, was ein Raubtier in der Wildnis draussen auch würde fressen. Die Umstellung auf Nabita ist mir vor allem, weil wir Langhaarrassen züchten, afghanische Rindhunde, aufgefallen, dass die Fellanlage viel pflegeleichter ist, dass es glänziger ist. Und ich muss wirklich sagen, ich muss weniger die Hunde durchbürsten. Ich züchte schon 10 Jahre Hunde und vor 3 Jahren habe ich auf Navita umgestellt. Fleischmenü und Trockenfutter. Beim Husky ist es wichtig, dass er einen hohen Fleischanteil hat im Futter, weil er enorme Energie aufbringen muss, um im Schlittenhundesport tätig zu sein. Und das haben wir bei Navita. Auf Navita-Futter bin ich aufmerksam geworden durch eine Tierärztin, die das meiner Schwester angeboten hat für ihre Katze, weil die Probleme hatte mit Füttern. Meine Hündin hat im Süden Leishmaniose aufgelesen und hat nachher eine Chemotherapie über sich ergehen lassen. Durch Homöopathie und Navita haben wir das Immunsystem wieder richtig gut in Gang gebracht. Also Navita schafft ganz ohne Zusatzstoff, Füllstoff oder Lockstoff. Eine genaue Deklaration im Futter ist das A und O. Ich will ja wissen, was ich meinen Tieren futtere. Ich will ja auch selber wissen, was ich esse. Ich habe früher gebarft und habe auf Navita umgestellt. Meine Hunde sind top gesund und ich muss den ganzen Aufwand jetzt nicht mehr betreiben. Und unser Jojo wird natürlich zu 100% Navita gefüttert. Und die ist mehrfache Schweizer Meisterin. Sie hat in der Schweiz fast alles gewonnen, was man gewinnen kann. Man kann sagen, dass sie in Europa zu den besten Afghanen-Hündinnen gehört. Ich schätze besonders bei Navita die Zusatzprodukte, die wir haben. Zum Beispiel das Bio-Schwarzkümmelöl gegen Zecken und auch Süsshaartöpfelpulver für die trächtige Hündin. Ich sehe bei meinen eigenen Katzen, wie wohl sich die mit Navita fühlen, einfach schon, weil sie es gerne fressen. Weil ich sehe, dass sie ein schönes Fell haben, dass sie zu Weg sind. Die Verdauung ist gut, sie haben schöne Zähne. Und es ist so, dass sich alle Hunde, die ich kenne, wirklich für das Futter begeistern können.